Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Ihr wollt euer Limit breaken und über eure Grenzen stoßen, dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse. Denn heute geht es um Cloud. Ja, einer meiner Lieblingscharaktere in Smash Ultimate. Und einer der coolsten Schwertkämpfer wegen der genialen Limit-Mechanik und der interessanten Down-Air. Im Gegensatz zu anderen Swordfighter hat er nicht so einen lame Down-Air-Spike, der eh nicht richtig funktioniert, sondern eben halt eine richtig gute Down-Air, die Koppenboot und eben halt, Anti-Juggling ist. Weil viele Swordfighter werden ja zu Tode gejuggelt, aber Cloud, der hat eben halt die Down-Air dagegen. Bei ihm kann man eben halt nicht einfach so easy juggeln. Und das ist eben halt sein Vorteil. So, in diesem Tutorial werde ich natürlich auf die Moves eingehen, auf sein Combo-Game zu sprechen kommen und den ein oder anderen Trick von Cloud zeigen, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Erstmal machen wir wieder eine grundlegende Movement-Analyse. Sein Run-Speed ist wirklich amazing. Er ist extrem schnell on ground. Er gleitet über den Boden und sein Dash-Dance ist wieder einer der besten im Spiel, wie ihr sehen könnt. Richtig, richtig gut. Ja, man kann alles aus dem Dash machen. Das ist richtig, richtig amazing. Sein Air-Movement ist okay. Er fällt ziemlich schnell zu Boden. Und das kann man natürlich noch krasser machen, wenn er Limit hat. Das Limit hält hier allerdings nur 15 Sekunden. Das könnt ihr schon mal notieren. Mit Limit ist sein Air-Movement noch heftiger. Kann man noch mehr Pressure ausüben. Weil er eben halt dann zum extrem krasse Fast-Troller wird. Wie ihr hier sehen könnt. Und generell noch schneller ist. On ground. Aber im Gegensatz zu seinem Smash 4 Ebenbild kann er sein Limit eben halt nicht mehr komplett aufrechterhalten. Okay. Kommen wir nun zu den Grabs. Seine Grabs sind grauenvoll. Frame 9 Grab ist wirklich nicht das, was man haben möchte. Sein Period Grab ist auch nicht das Beste. Die Range ist okay, aber er ist eben halt verdammt langsam. Der Dash Grab auch. Also ihr merkt schon, Clouds Grab Game ist nicht das Beste. Zumal er auch nicht mal gute Follow-Ups rausbekommt. Die Grabs von Cloud sollte man wirklich nur verwenden, wenn der Gegner Angst vor irgendwelchen Kill-Confirms oder vor irgendwelchen Aerials hat. Und dann komplett die ganze Zeit im Schild ist. Dann kann man für einen Grab gehen. Aber ansonsten sollte man es nicht tun. Weil Out of Shield zum Beispiel hat man eh bessere Optionen mit Abi. Oder Nair. Das sind so die besten Optionen, die Cloud Out of Shield hat. Und deswegen sollte man niemals für einen Grab out of Shield gehen. Weil Cloud hat eben halt einen der schlechtesten Grabs im Spiel. Wenn nicht sogar den schlechtesten. Ja, wobei Bowser Jr.'s Grab ist wahrscheinlich noch schlechter. Ist ja auch egal. Kommen wir nun zur Dash Attack, wie immer, zuallererst. Die Dash Attack von Cloud ist eigentlich ein ganz netter Move. Wenn man sie richtig einsetzen kann. Also, er hält halt sein Schwert vor sich. Das Schwert ist halt eine Disjoint Hitbox. Damit kann man eben halt Moves besiegen, die eben mal halt nicht Disjoint sind. Wenn Kevin Falcon hier zum Beispiel sein F-Smash auflädt, dann kann ich da rein mit einer Disjoint Hitbox. Sei es eben halt mit der Dash Tag oder mit der Fair. Und das ist eben halt der Vorteil in diesen Disjoint Hitboxen. Ja. Ich kann den halt damit outrangen, ich krieg keinen Schaden, er hingegen schon. Und das haben alle Swordfighter, diese Priorität. Und das ist eben mal das Tolle an der Dash-Tag auch, weil er hält sein Schwert davor und somit kann man viele Moves challengen und besiegen. Man muss die aber richtig einsetzen, ne? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Dash-Tag machen und hoffen, dass es trifft, weil ihr seht schon, ich jabbe so schnell wie ich kann. Es dauert, bis der Jab rauskommt. Diese Dash-Tag hat ziemlich viel Lag. Ziemlich viel End-Lag. Und somit ist die auch unsafe gegen Schild. Nur richtig eingesetzt, wenn man irgendwie ein Grab, eine Dash Attack vom Gegner oder einen Smash-Angriff oder generell einen Move und quasi ein Confirm vom Gegner erwartet, dann kann man wirklich reingehen mit der Dash Attack. Ansonsten ist sie unsafe und sollte nicht genutzt werden. Des Weiteren kann man die auch benutzen zum Landing Punish, wo es nicht mehr so rewarding ist wie in Smash 4, weil diese Dash Attack lustigerweise nicht mehr so früh killt. Captain Falcon stirbt erst bei 160%,
bei dieser Dash Attack. Unledge. Leute, unledge. Ja, hier könnte er jetzt bereits sterben. 155%. Ja, gerade so stirbt er. Das Knockback dieser Dash Attack wurde wirklich genervt. Und somit ist es kein Kill-Confirm mehr wirklich, worauf man sich verlassen kann. Aber die Dash Attack hat halt immer noch ihren Sinn. Und der Hauptsinn ist eben halt, um Moves zu besiegen. Grounded. Kommen wir nun zum Jab. Der Jab ist eine 3-Hit-Kombo, die jetzt nicht allzu viel Damage macht. Bei ersten zwei Hits benutzt er eben halt seine Füße und beim dritten eben halt das Schwert. Also der dritte Hit ist dann wieder disjointed. Logischerweise. Dass die ersten zwei Hits nicht sind. Der Jab von Cloud ist einfach eine schnelle Option. Könnt ihr aus dem Dash machen, wenn ihr eine schnelle Option braucht. Oder generell, wenn ihr wirklich jetzt eine schnelle Option braucht, weil ansonsten nichts funktioniert, um den Gegner zu punishen. Aber ansonsten sollte der Jab meiner Meinung nach nicht genutzt werden. Out of Shield auch nicht. Weil Shield Drop Jab schon ziemlich lange braucht, wie ihr seht. Da sollte man lieber AP machen. Oder eben halt näher, was ich ja schon vorher gesagt habe. Ansonsten ist der Jab nur ein Get-Off-Move. Und ja, das ist alles, was man dazu sagen kann. Nicht ganz. Als Mix-Up kann man nachher Side B. Also wenn, angenommen ihr trefft jetzt mit der Side B ein Schild. Man sollte ja nie einen dritten Hit durchziehen, weil der dritte Hit hat eben sehr viel Lag. Somit würdet ihr gepunished werden. Deswegen macht man on Shield meistens nur die ersten zwei Hits. Zack, zack. Und als Mix-Up kann man dann jammen. Dann kann man sowas zum Beispiel machen. Um den Gegner eben halt ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Das funktioniert definitiv. Weil manche wollen das dann punishen, die Side B. Und lassen dann das Schild fallen. Und fallen dann eben halt genau in diese Falle rein. Und werden dann eben halt gejabbt. Ich meine, der Jab macht jetzt auch nur 9 Schaden oder so. Na, 9,6%. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin habt ihr den Gegner noch auf Guard gebracht. So ein kleines Mix-Up, was man mit dem Jab machen kann. Gut, kommen wir nun zu den Tilts. Da haben wir erstmal den Up-Tilt. Der Up-Tilt wurde wirklich gebufft im Vergleich zu Smash 4. Smash 4 haben wir hinten meistens den Gegner nicht getroffen. Hier hingegen schon. Up-Tilt kommt in sich selbst bei Low-Prozent und kommt dann weiter in diverse Up-Airs, was richtig geil ist. Was man auch machen kann, ist Back-Air in Up-Tilt bei Low-Prozent. Das ist eine Sache. Man kann Fair in Up-Tilt kombon. Und dann eben halt die Combo-Strings aufrechterhalten. Man kann sogar näher in Reverse-Näher in Up-Tilt machen. Ich glaube sogar normal näher geht in Up-Tilt. Ja, auch das geht. Man kann so ziemlich alles in Up-Tilt kombon, weil die Hitbox ein bisschen besser geworden ist. Das ist das Schöne an diesem Up-Tilt. Man kann aus dem Run Up-Tilt machen, um den Gegner eben halt in eine schlechte Position zu bringen, weil niemand möchte über Cloud sein. Und der Up-Tilt, der bringt einen eben halt über Cloud und bietet eben halt die Möglichkeit, die Up-Air-Strings zu machen. Und das ist genau das, was der Up-Tilt eben halt so gut macht. Und ja, ansonsten natürlich als Anti-Air-Move verwendbar. Ja, wenn der Gegner landen will, einfach Up-Tilt machen und dann wieder für Up-Airs gehen. Super gut, ehrlich. Up-Tilt in diesem Spiel ist amazing. Kommen wir nun zum Down-Tilt. Wie ihr sehen könnt, verkleinert Cloud seine Hurtbox beim Down-Tilt, weil das rutscht. Ist quasi ein besserer Mega Man Down-Tilt. Und am Knie ist Cloud sogar noch unverwundbar. Was auch richtig amazing ist. Trotzdem kann er eben halt vorne getroffen werden. Was bei Dash Attack eben halt nicht funktionieren kann, weil da hält er halt sein Schwert komplett vor sich. Trotzdem ist der Down-Tilt meiner Meinung nach eine bessere Dash Attack. Erstmal kommt er weiter. Ist somit auch besser zum Landing Punishen. Und der Reward ist besser. Man kann daraus kommen. Und er hat weniger Endlag. Er hat trotzdem Endlag, somit ist auch dieser Down-Tilt nicht safe. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hier vor dem Schild des Gegners stehe, kann ich Down-Tilt mal kommen hinter den Gegner, kann Cross-Uppen, kann dann versuchen zu grammen oder Cross-Up Cross-Slash zu machen. Oder sonstige Dinge tun. Er ist eigentlich die bessere Dash-Tag. Das ist schön daran. Aus dem Down-Tilt haben wir bei Low-Prozent
Down-Tilt, Up-Tilt. Ja, das kommt auch in Up-Tilt. Alles kommt in Up-Tilt. Bei höheren Prozenten können wir auch in Up-Airs gehen. Wartet. Aber bereits bei 27 soll das funktionieren. So, Captain Falcon ist fast voller. Ja. Bereits hier kann man in Up-Tilt kommen. In Up-Airs kommen. Also, wir merken uns, bei Low-Prozent kommt es in Up-Tilt. Bei, ja, ab 20% kann man schon für Up-Airs gehen. Für die Up-Air-Strings. Nach dem Down-Tilt. Was man eben halt auch schön machen kann, ist mit einem Down-Tilt als Mix-Up. Wenn der Gegner zum Beispiel shieldet, ich mach Cross-Up näher. Springe rüber, mach näher. Ihr müsst jetzt vorstellen, ich springe jetzt rüber. Näher gemacht, er hat es geshieldet. Dann bin ich hier ungefähr in dieser Position. Dann drehe ich mich um, mach Down-Tilt, um ihn wieder zu Cross-Up. Das bringen manche Gegner so ein bisschen aus dem Konzept. Das ist ein netter kleiner Trick, den man machen kann. Als Mix-Up. Sollte man jetzt nicht spammen, aber ja, ist ganz nett, weil dann ende ich wieder vor ihm und ist ein ganz nettes Mindgame, wie ich finde. Ja, das ist alles, was man zum Down-Tilt sagen kann. Wirklich eigentlich die bessere Dash-Tag. Killen kann er hingegen nicht. Ach ja, und an Ledge kann man den Down-Tilt auch gut verwenden, wie ihr seht. Es trifft so ein bisschen hinter der Ledge. Und ja, Gegner, die einen schlechten Ledge-Hänger haben, kann man eben halt mit diesem Down-Tilt treffen. Zum Beispiel Durak, der seinen Kopf über die Ledge hält, der kann auch damit getroffen werden. Was sehr nice ist. Gut, kommen wir nun zu F-Tilt, der Scheibenwischer, wie ich ihn immer gerne nenne. Killt Captain Falcon mal 130% an den Ledge. Und sollte auch hauptsächlich an den Ledge genutzt werden. Wir haben hier den F-Tilt, kann man eben halt hier gut zum Space benutzen. Covert halt ziemlich viel. Und kann eben halt auch killen. Also wenn, sobald der Gegner 130% ist, sollt ihr eigentlich hier für F-Tilt gehen. Ja, ihr könnt zum Beispiel F-Tilt. Oh, jetzt rollt er bestimmt. Zack, wieder F-Tilt. Und da habt ihr die Rolle gecatcht und ja, der Gegner ist wieder auf Stage. Könnt ihr eben mal versuchen, für einen Fair Spike zu gehen oder sonstige Dinge tun. Den Gegner versuchen, mit dem Näher weg zu schaufeln. Aber gut, zu den Ledge Guards komme ich später noch. Ja, das ist so alles, was man mit dem F-Tilt machen kann. Der F-Tilt, den kann man auch nach einer Back-Air zum Beispiel verwenden. Also wenn ich jetzt hier Back-Air mal F-Tilt. Man kann nachher Fair F-Tilt machen, bei gewissen Prozenten halt nur. Bei Low-Prozent eher. Low bis Mid-Prozent. Wobei man natürlich auch für Side-B dann gehen kann. Was im Grunde genommen immer die bessere Alternative ist. Denn die Side-B macht mehr Schaden. F-Tilt macht 13% und Side-B macht richtig viel Schaden. Deswegen würde ich eigentlich in den meisten Fällen immer für die Side-B gehen. Aber trotzdem. Balz im Kopf fair in F-Tilt, back air in F-Tilt. Das kann halt funktionieren. Okay, soviel zum F-Tilt. Also hauptsächlich zum Killen benutzen. Wir gehen jetzt mal auf 130%, damit ich euch das mal zeigen kann, dass es auch wirklich killt. Und auf 35%, falls es im Verhältnis ist, würde ich sagen. Aber ja, ihr seht, es killt an Ledge. Okay, das waren die Tilts von Cloud. Kommen wir nun zu den Aerials, das Wichtigste von Cloud. Da haben wir erstmal die Neutral Air. Die kann man super out of shield benutzen. Kommen wir dann auch in das Side B. Bei Low Prozent. Und ja, Offstage kann man den Gegner eben mal wegschaufeln damit. Was auch super gut ist. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel an Ledge seid. Read Normal Get Up. Captain Falcon hat Normal Get Up gemacht. Jetzt steht er da. Könnt ihr das machen. Und den so ein bisschen offstage wegschaufeln. Was bei hohen Prozenten zum Kill führen kann. Ja, wenn er jetzt höhere Prozent gehabt hätte, wäre er weg. Wie ihr sehen könnt. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr hoch. Die Range wurde. Ja, jetzt habe ich gefailt, aber ja. Wenn er es richtig macht, kommt er nicht mehr hoch. Die Range wurde halt genervt im Vergleich zu Smash 4. Jetzt hat er eher so ein Spielzeugschwert in der Hand. Möchte man meinen. In Smash 4 war die Range um 50% noch größer. Ungefähr. Trotzdem ist die Neutral Air immer noch gut, wie ich finde. Man kann es tatsächlich machen bei Battlefield. Wenn der Gegner höhere Prozent hat, dass der Gegner ehemals gerade so über eine Plattform hochgeschleudert wird.
und dann eben halt den Tech Mist, dass man dann eben halt Up-Smash chargen kann, wenn Tech gemist hat, oder man kann da eben halt für Up-Air-Juggle dann weitergehen. Generell, Neutral Air ist wirklich nicht schlecht. Ja, wir haben Neutral Air in Side B. Und gerade wenn ich Limit habe und der den Tech nicht kriegt, kann ich dann eben halt in Limit Cross Slash gehen. Das ist nicht true, um Gottes Willen, das ist das nicht. Aber wenn der Gegner einen Tech misst, kann es eben mal tödlich werden. Guck mal, wenn ich jetzt hier stehe. Das ist natürlich jetzt blöd, weil Captain Falcon. Kann ich jetzt nicht mehr wegschieben, ne? Ja, gut. Moment, ich zeige euch das noch mal kurz. Gehen auch mal auf 100%. Ist halt ein netter Confirm. Also, angenommen, Captain Falcon misst den Tech. Bumm. Dann kann ich mit der Side B chasen und es führt eben halt dann zum Kill. Wirklich sehr nett. Ansonsten könnt ihr mit näher cross-uppen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Dann könnt ihr cross-up näher und dann für cross-slash gehen oder für down-tilt. Oder eventuell sogar für einen Grab. Aber wie gesagt, der Grab ist halt super langsam. Wenn der Gegner im Schild bleibt, dann ist es theoretisch die beste Option. Wenn ihr cross-upt habt. Ja, das ist alles, was man mit der näher machen kann. Ich fände Move immer noch viable. Klar, es ist jetzt nicht mehr das Non-Plus-Ultra von Klaus wie früher, wo er einfach die ganze Zeit näher gespammt hat, weil es eh alles outranged hat und besiegt hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ihr müsst den Move jetzt wirklich bedacht einsetzen, weil range-mäßig ist nicht mehr der beste Aerial. Da ist immer noch Back-Air und Fair jetzt am besten. Kommen wir auch zur Fair. Die Fair ist mittlerweile Klaus' Main-Spacing-Tool im Neutral. Im Neutral sieht es nicht so aus, dass man die ganze Zeit Fair Space ist safe on Shield, weil es eben halt super viel Schaden macht. Und es hat eben halt auch eine super gute Range, wie ihr sehen könnt. Schleudert den Gegner weit weg. Spike sogar beim Startup. Ja, man kann damit spiken. Es ist nur sehr schwer zu landen, der Spike. Kriegt den nicht immer hin. Aber da haben wir ihn. Er spiked halt. Unterhalb des Schwerts. Aber das ist eigentlich nebensächlich, weil hauptsächlich wollte ich jetzt einen Neutral zum Spacen benutzen. Bei Low Prozent bekommt er, wie gesagt, die Side B oder eine F-Tilt raus. Oder Up-Tilt. Ist halt super gut. Bedeutet, wenn ihr eine Fair bekommt, habt ihr einfach mal 64% Damage jetzt hier gemacht. Kann sogar noch mehr sein. Ne, so ein Cloud-Juggle, der kann schon richtig widerlich sein. 98%. Boah, ihr geht halt für die Side B und macht einfach mal 39%. Das ist true und wenn ihr das ein paar Mal macht, ist der Gegner schon im Kill-Prozent, ne? Bei den Prozentbereich nicht mehr true, aber ist immer noch eine gute Möglichkeit, um eben halt einen Jump zu forcen. Wenn der Gegner nichts macht, dann klappt eben halt der Cross-Slash. Somit muss der Gegner eigentlich springen und dann könnt ihr einen Sprung halt readen mit einer Nair oder mit einer Up-Air. Oder mit einer Back-Air, je nachdem. Das ist halt das Geile daran. Also Fair ist fantastisch. Offstage könnt ihr damit versuchen zu spiken, wie ihr gerade gesehen habt. Und ansonsten eben als Spacing-Tool. Ja, das hat sich geändert im Vergleich zu Smash 4. Da Cloud eben halt weniger Lag auf der Fair hat, ist jetzt die Fair eben halt viel besser geworden. Gut. Kommen wir nun zur Back-Air. Back-Air ist halt immer noch ridiculous. Immer noch eine richtig krasse Range. Und ja, ihr könnt damit eigentlich so ziemlich jeden Move im Spiel outrangen. Und eben halt safe on shield spacen. Gerade an Ledge nutze ich das gerne. Das hat er eben halt wirklich quasi gar kein Landing-Lag. Somit selbst wenn ihr nicht trefft oder wenn der Gegner Roll-Get-Up macht. Angenommen, der Gegner macht Roll-Get-Up. Ich positioniere den mal dahin. Ja, hier ist er da ungefähr. Ich habe hier gespaced die ganze Zeit. Er macht Roll-Get-Up, habe so wenig Lag, dann kann ich Down-Tilt machen und kriege trotzdem dann meine Kombos. Wie ihr sehen könnt. Was super gut ist. Deswegen Back-Air hier an Ledge
immer eine gute Sache. Wir können ehrlich alles damit covern. Außer ihm halt Get Up Attack. Der Gegner im richtigen Moment Get Up Attack macht, dann werdet ihr natürlich getroffen. Das ist unvermeidlich. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute Option. Sonst generell zum Spacen könnt ihr es verwenden. Wie gesagt, kommt ja auch in eine Up-Tilt oder in F-Tilt. Oder sogar in Down-Tilt, lustigerweise. Also, ihr könnt wirklich alles machen. Ihr könnt auch tatsächlich hier die Fair in Down-Tilt kommen. Also, die Fair und die Back-Air, die sind so schön in dem Spiel. Unglaublich. Oder auch in Cross-Slash. Ich habe euch das ja alles schon mal gezeigt. Deswegen. Ja, Haupt-Spacing-Tools im Neutral sind eben halt Fair, Back-Air und Cross-Slash. Das ist so das, was Cloud hauptsächlich nutzen sollte. Kommen wir nun zur Up-Air. Die Up-Air wurde genervt. Ist trotzdem noch gut. Früher war das so eben halt, dass unter dem Schwert auch noch eine Hitbox war. In Smash 4. Das ist nicht mehr so. Ja, jetzt muss man schon sehr präzise sein. Ihr seht, es geht nicht mehr so wie in Smash 4, dass ich eben halt Captain Falcon immer treffe. Man muss jetzt ein bisschen leicht verzögern und dann eben halt runtergehen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ihr seht, das ist bockschwer. Vielleicht auch nicht mehr die beste Option, aber man kann es immer noch gut nutzen, wenn man es eben halt ein bisschen trainiert hat. Weil auch die Landing-Up-Air ermöglicht eben halt Up-Tilt-Juggles bei Low-Prozent. Oder eben als Kombos in sich selbst. Bei höheren Prozenten. Wie ihr sehen könnt. Wenn ich jetzt hier bei höheren Prozenten Up-Air lande, kann ich weitere Up-Airs chainen. Was ich natürlich auch noch machen kann, ist Up-Air in Up-B. Das funktioniert natürlich immer noch. Das ging schon in Smash 4 und geht natürlich auch in Ultimate. Was besonders lustig ist an Ledge, weil das kann dann teilweise spiken. Kann man machen als Mix-Up. Definitiv. Wenn nicht aufpasst. Aber nur bis zu gewissen Prozenten. Eben halt bei zu hohen Prozenten ist das viel zu risky und nicht mehr true. Wir gehen mal auf 80. 80 sollte das eigentlich noch ganz gut funktionieren. Zumindest gegen Fast Fall wie Captain Falcon. Ja, wobei. Ja. Kommt halt immer auf den Charakter, ne? Aber ja. Ihr seht, es kann noch bis zu Mitprozenten funktionieren. Gut, kommen wir nun zur Downer. Ich denke, was man mit der Up-Air machen soll, ist klar, ne? Den Gegner die ganze Zeit in Luft halten. Juggeln, juggeln, juggeln. Bis der Arzt kommt. Wirklich. Bis Dr. Mario vor der Tür steht. So lange juggelt ihr den Gegner. Weil das ist halt Cloud in a nutshell. Dass man den Gegner die ganze Zeit mit der Up-Airs ärgert, bis er keinen Bock mehr hat zu spielen und das Spiel aus dem Fenster wirft. Nee, ohne Witz, Mann. Es haben schon viele Leute rumgeheult wegen Clouds Up-Air, deswegen sage ich das. Ihr seht halt, wie gut man die nutzen kann. Das ist halt der Hauptnutzen davon. Gerade bei Battlefield, ne, wenn der Gegner hier auf Plattform steht, einfach die ganze Zeit Up-Air. Das hat halt null Landing-Lag. Du kannst es halt die ganze Zeit spammen. Und die ganze Zeit damit pressuren. Ne? So viel dazu. Das ist eigentlich logisch, aber ich sag's trotzdem mal ganz gerne nochmal. Kommen wir nun zur Down-Air. Also Down-Air wurde auch genervt. Die Hitbox ist auch schlechter geworden, aber man kann es eben halt immer noch gut nutzen. Was ich halt gerne mache, ist, ich mache Short-Hop, Lade Limit. Wenn der Gegner dann kommt, mache ich Down-Air und falle da im richtigen Moment. Das ist halt ziemlich safe. Wenn der Gegner es versucht zu schielen, dann versuche ich hinter den Gegner zu landen, um eben halt safe zu bleiben. Das ist auf jeden Fall gut. Ermöglicht eben halt auch Kombos. Wenn man es richtig fast wollt, auch in Up-Tilt logischerweise bei 0%. Ansonsten in Up-Airs.
bei den Prozenten bereits in Abwehr. Ihr müsst es halt richtig fast voll, das muss man ein bisschen üben. Wenn es falsch fast voll hat man Landing Leg. Seht ihr? Dann kommt so ein kleines Erdbeben, sag ich jetzt mal. Und ihr seht, wie viel Leg ich habe. Ich versuche es so schnell wie möglich zu jabben. Und erst dann kommt der Jab. Es ist besser geworden im Vergleich zu Smash 4, trotzdem ist es nicht gut. Es ist besser, so zu landen, weil dann habt ihr gar keinen Lag. Ihr dürft aber auch nicht so landen, dass die Hitbox nicht mehr rauskommt, seht ihr? Wenn zu lange wartet, dann kommt keine Hitbox mehr. Seht ihr? Das ist halt auch blöd. Ihr müsst das wirklich üben, im richtigen Moment zu fast wollen. Dann kann man das in Side B kombonieren. In Up-Tilts bei Low-Prozenten oder bei hohen Prozenten. Teilweise sogar eine Fair. Oder in der Nähe oder in der Up-Air. Basically into anything. Das ist halt das Schöne daran. Ihr könnt es sogar in Side-B Cross-Slash kommen. Mit Limit. In Jump-Readed. Also ihr merkt schon, man kann einiges mit der Down anstellen, aber es braucht halt ein bisschen Übung, bis man das Timing raus hat. Aber ich für meinen Teil benutze die sehr oft und sehr gerne. Dann könnt ihr den Gegner so chasen. Bei den Prozenten kriegt ihr allerdings nichts mehr raus. Also bis 120-100% circa, je nach Charakter, hat man eigentlich noch Follow-Ups nach der Down-Air. Ansonsten kann man das an Ledger benutzen. Ja, Moment. Ja, dazu sollte Captain Falcon mal ein paar Prozente mehr haben. Lade jetzt mal F-Smash ein bisschen auf. So, jetzt ist er Offstage. Könnt halt hier Down-Air machen. Geht auch nicht mehr so gut wie in Smash 4. Aber es geht eben halt noch. Könnt einen Gegner damit treffen und so ein bisschen die Ledge covern mit der Down Air. Seht ihr? Ist halt ganz nett. Kann man auch mal als Ledge Guard die Down Air benutzen. Wie ihr seht. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alles gesagt. Wenn ihr gejuggelt werdet, könnt ihr natürlich auch Down Air machen. Das hat eben halt Cloud, was andere Swordsmen nicht haben. Das ist ja eben halt eine schnelle Down-Air, weil die kommt wirklich schnell raus, wie ihr sehen könnt. Und wie gesagt, ich benutze es gerne als Bait, das Limit. Mache hier einen kurzen Limit-Charge. Versuche dann die Gegner zu mir zu locken. Und mache dann eben halt die Down-Air. Die Gegner versuchen mich dann zu juggeln mit irgendwelchen Aerials. Dann komme ich mit der Down-Air und drehe den Spieß quasi um. Ich das dann so mal. Na, das ist jetzt alles, weil ich die Down Air gelandet habe. Kriege ich das alles daraus. Ist halt schon nett. Also weil ich das im Kopf von die Down Air auch defensiv nutzen kann. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Smash-Angriffen von Cloud. Smash-Angriffe. Aber einmal F-Smash. Würde ich nicht benutzen. F-Smash ist viel zu laggy. Es dauert ewig, bis er rauskommt. Und es sind drei Hits. Wenn wir jetzt hier mal das Ganze in Slow Motion machen. Was auch negativ ist, dass es drei Hits sind. Sind wir mal ganz ehrlich. Eins, zwei, drei. Warum ist das negativ, kann ich euch sagen. Weil die ersten zwei Hits, die clashen mit jedem schwachen Move. Wenn Captain Falcon jammen würde, es clasht. Es annulliert sich. Der F-Smash annulliert mit dem Jab. Weil die ersten Hits schwache Hits sind. Somit werden die von jedem Move quasi besiegt. Und das ist halt ziemlich kacke. Ihr könnt höchstens, wenn der Gegner irgendwelche greedy Aerials macht, die Aerials damit besiegen. Oder halt es als Landing Punish benutzen. Oder generell als Punish für laggy Moves benutzen. Da Smash Ultimate weniger laggy Moves hat als Smash 4, ist es auch seltener geworden, dass man das benutzt zum Punishen für Laggy Moves. F-Smash somit nicht unbedingt der Move, den man nehmen möchte. Im Gegensatz zum Down-Smash.
Down Smash benutze ich sehr gerne Ledge. Kann man halt zwei Optionen, nämlich einmal Normal Getup und Roll Getup. Und selbst wenn der Gegner Roll Getup macht, ne, jetzt hat Captain Falcon Roll Getup gemacht, ich stehe hier, charge mein Down Smash, es kommt in sich selbst. Ne, wenn der erste trifft, er kommt in den zweiten und bringt den Gegner dann auch offstage, wenn man ihm mal so steht. Man sollte den Down Smash an Ledge immer so benutzen, dass Cloud nicht zur Ledge guckt. Weil dann fliegt der Gegner immer offstage. Ja, wenn der Gegner Normal Getup macht, trifft er den zweiten Hit. Und er fliegt offstage. Ansonsten kommt der erste in den zweiten. Und das ist das Schöne daran. Ansonsten könnt ihr den als Rule Getup, als Rule Punish, meine ich, benutzen. Und ich kann euch eins versichern: der Winkel, wo der Gegner eben halt hinfliegt, der ist super eklig. Sonst ist der Gegner eigentlich immer dazu gezwungen, die Double Jumps zu nutzen. Und dann könnt ihr eben halt mit Cloud reagieren und den Gegner mit den Nair erwischen. Oder teilweise mit den ersten zwei Hits von der Side B, weil die spiken so ein bisschen. So ein kleiner Mini-Spike. Oder ihr geht eben halt für einen Fair-Spike. Und versucht den Gegner mit Back Air offstage zu erwischen. Das funktioniert natürlich ebenfalls. Ja, das könnt ihr natürlich alles machen. Ansonsten ist es eigentlich alles, was man zum Down Smash sagen kann. Im Neutral würde ich ihn jetzt auch nicht verwenden, es sei denn, ihr habt eben mal diesen Roll Read. Hauptsächlich an Ledge. Kommen wir nun zu Up Smash. Der Up Smash hingegen ist vielleicht sogar der beste Smash von Cloud. Aber auch er wurde genervt. Denn die Hinten-Hitbox ist nicht mehr so krass, wie sie mal war. Die ist immer noch da, aber trifft eigentlich nur große Charaktere. Ja, früher hat die auch kleine Charaktere ganz gut getroffen. Jetzt nur große Charaktere. Die Hinten-Hitbox ist natürlich schwächer als die vordere. Aber dadurch, dass sie schwächer ist, kann die auch in diverse Sachen verbauen. Teilweise sogar im Back-Air, wenn der Gegner rein die Eid. Bei mit Prozenten. Gehen wir mal ruhig auf 60. Boah, 50. Jetzt hier ein Up-Smash-Treffen. Kann das teilweise auch in Cross-Slash kommen. Erhöhung Prozenten in der Back-Air. Wenn der Gegner rein die Alt. Aber nur, wenn der Gegner rein die Alt. Und hier kann ich zum Beispiel versuchen, ihn zu chasen mit einem Cross-Slash. Wie ihr sehen könnt. Ansonsten wollt ihr eigentlich immer den vorderen hier treffen. Ist ein Anti-Air-Move, der auch wirklich bei 120% auch killen kann. Ja, jetzt ist der Captain Falcon bei 120%, 126%. Und stirbt. Man kann es bei Battlefield vor allem verwenden, um eben halt Pressure auf der Plattform auszuüben. Wenn der Gegner hier auf Plattform ist, dann kann ich hier ein paar Up-Airs machen. Sein Schild wird dadurch geschwächt und dann kann ich eben halt meinen Up-Smash chargen. Wenn das Schild eben halt ein bisschen angeknackt ist, dann komme ich eben halt durch und treffe den Gegner damit, was bei hohen Prozenten zum Kill führen kann. Aber ja, das ist alles, was man mit einem Up-Smash machen kann. Hat auch relativ wenig Endlag. Ne, ich versuche zu jammen, kommt relativ schnell raus der Jab. Deswegen womöglich der beste Smash von Cloud. Gut, kommen wir nun zu den Specials. Na, erstmal Side B, wie gesagt, Side B ist sehr gut in diesem Spiel. Kann es on Shield machen, als Shield Pressure. Jetzt, wenn es geschielt wird, kann man ja eh mal für einen Jab Mix abgehen. Weil man macht dann Short Hop Fair nach den ersten zwei Hits on Shield, um ebenso nochmal Shield Pressure auszuüben als Mix-Up. Aber geht eben halt für Nair. Schuss-Up Nair. Aber generell, achte mal auf die Prozente. Das macht einfach mal 22,8% Schaden. Und bei ganz hohen Prozenten kann es tatsächlich sogar killen. Wir gehen mal auf 140%. Und sollte das Captain Falcon dann Ledge sogar schon töten. Ja. Ihr merkt schon, wie gut der Cross-Slash sein kann. Könnt auch tatsächlich das im Short-Top verwenden. Ein bisschen schwieriger zu treffen. Und bleibt Cloud halt in Luft. Auch interessant sein kann. Wenn der Gegner shieldet, könnt ihr eben halt dann
mit einem Jab oder mit einem Grapplern. Ne? Angenommen, er shieldet das jetzt. Kann ich versuchen zu grabben. Eine Angst, weil er underhits hat. Aber generell wollt ihr den Cross-Slash verwenden, wenn der Gegner irgendwelche Short-Hops macht. Damit könnt ihr den outrangen und Short-Hops besiegen. Und natürlich generell als Chase-Möglichkeit nach einer Nair bei höheren Prozenten halt, wenn der Gegner stacken muss, könnt ihr für eine Side-B gehen. Ihr könnt es nach einem Backflow machen. Backflow ist gut für Tech Chase Side B. Und ja, generell könnt ihr das benutzen als zum Damage aufbauen. Wie gesagt, fair Side B. Back Air Side B. Up Air Side B. Und sogar auch Down Air Side B. Jeder Aerial kommt in eine Side B. Ihr merkt schon, generell, wenn ihr irgendwie bei Low Prozent Schaden aufbauen wollt oder irgendwie eure Combo Strings von den Aerials finishen wollt, dann macht einfach Side B. Weil es macht einfach super viel Schaden. Und somit habt ihr den maximalen Value rausgeholt. Des Weiteren ist es ein leichter Semi-Spike. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann, aber ich habe das schon des Öfteren gesehen, dass es funktionieren kann. Vielleicht funktioniert es, wenn ich den Gegner zum Jumpen force. Ja, seht ihr, wie er runtergezogen wird? Er wird halt ein bisschen runtergezogen. Wenn er es offstage trifft, kann es sehr interessant werden. Weil es da auch neue Ledge Guard-Möglichkeiten gibt damit. Aber nur die ersten zwei Hits können da eben halt so semi-spiken. Der dritte schleudert den Gegner halt weg. Ich würde euch das schon ganz gerne mal zeigen. Hör mal auf, jetzt zu springen. Dann bricht der Gegner jetzt offstage und dann probieren wir es mal. Seht ihr, wie weit er runterfliegt? Ist halt so ein kleiner Spike. Ich sag nicht, dass es ein guter Spike ist, aber es kann halt funktionieren. Seht ihr? Wird richtig runtergezogen. Gut. Kommen wir nun zur New to B. Da haben wir einmal den Blade Beam. Oh mein Gott, der Blade Beam ist so gut geworden in Smash Ultimate. 7,2%. Oh mein Gott, Leute. Macht richtig viel Schaden, der Blade Beam in Smash Ultimate. Und hat auch generell weniger Lag. Man kann den tatsächlich spammen. Dadurch, dass eben halt der Limit Charge auch nicht mehr die oberste Priorität von Cloud hat, weil er eh eben halt nur 15 Sekunden hält. Wenn man eben halt Limit hat, kann man tatsächlich im Neutral gegen Leute ohne Projektile Blade Beam spammen. Der Blade Beam geht ungefähr über die Hälfte der Stage, macht gut Pressure auf den Gegner und bringt den Gegner eben halt zum Jumpen. Weil die meisten versuchen eben halt darüber zu springen oder eben halt den Blade Beam zu shielden. Das heißt, wenn der Gegner shieldet, ein paar Blade Beams und schon ist das Schild klein geworden. Wenn ihr jemals an den Gegner zum Sprung baitet, könnt ihr jemals reagieren mit einer Nair, mit einer Back Air oder mit einer Fair. Das Schöne ist, ihr könnt natürlich auch im Short-Hop Blade Beam machen. Somit schränkt ihr den Gegner noch mehr ein. Und wenn ich hier Blade Beam mache, dann ist der Blade Beam gar nicht so groß, wie er sein kann. Mache ich hingegen einen Short-Hop, so ist er noch größer als ohnehin schon. Was definitiv nützlich sein kann. Der Blade Beam kann auch als Recovery genutzt werden, weil Cloud mit dem Blade Beam ein bisschen nach vorn driftet, wie ihr sehen könnt. Was lustigerweise noch eine bessere Recovery ist, ist der Cross Slash. Das kann ich noch zum Cross Slash hinzufügen, denn Cloud gleitet ein bisschen nach vorne und hält sein Momentum in Luft. Somit hat Cloud eigentlich eine super gute Recovery in diesem Spiel. Weil, wenn ich jetzt hier weggeschleudert werde,
Captain Falcon, bitte lad mal deinen F-Smash auf. Ja, ich bin jetzt sehr weit offstage, mache aber Cross-Slash, komme fast noch zurück. Holy shit, das ist so gut. Wenn ich jetzt hier Cross-Slash und dann Jump mache, dann komme ich sogar noch zurück. Das ist halt wirklich eine gute Recovery-Option in dem Spiel. Also wenn ihr getroffen werdet, Cross-Slash, Sprung und dann an Ledge gehen. Cloud kommt so weit, Leute. Guckt euch das mal an. Kommt aus jedem Bereich eigentlich wieder zurück. Mit Cross-Slash. Weil er eben halt so ein bisschen nach vorn driftet. Ihr könnt es mit Blade Beam zwar auch machen, aber ja, danach sinkt er eben halt ziemlich schnell ab. Somit ist es nicht unbedingt die beste Option. Was ihr auch mit der Side B noch machen könnt, ist eben halt, wenn der Gegner hier steht, Side B und dann Up B, dann greift Cloud automatisch die Ledge und ihr habt eben halt ein bisschen Pressure auf den Gegner ausgeübt. Wenn ihr Schild trefft, dann lasst ihr es einfach, macht Abi, seid safe an Ledge. Wenn ihr den Gegner getroffen habt, dann zieht ihr einfach die Hits durch. Das könnt ihr auch machen. Weil die Abi an Ledge Sweet Spot soll. Wenn ihr ganz nah an Ledge seid, dann Sweet Spot ist. Könnt auch Wall Jump machen und dann Abi, um eben halt auch die Ledge zu Sweet Spotten, wie ihr hier sehen könnt. Da muss ein bisschen gut getimed sein, ansonsten sieht das so aus. Ne, so ist es perfekt getimed. Müsste halt ein bisschen tief gehen. Braucht ein bisschen Übung. Aber ich krieg das nicht mehr hin. Also, ich sehe hier die Wände nicht, ganz ehrlich. Die Stage ist ein bisschen komisch. Dafür. Weil die Wand, lustigerweise, die ist hier, obwohl da so ein Ding herausragt. Aber das zählt halt nicht als Wand. Ist ein bisschen verwirrend hier, die Stage. Aber ja. Das könnt ihr nutzen als Recovery-Mix-Up. Walljump und dann Abi. Um eben halt die Ledge zu sweet-spotten. Weil Clouds Recovery kann eben halt gegen gute Spieler richtig abused werden. Selbst wenn ihr es hier vor unten macht, könnt ihr gedownert werden oder gekontert werden. Deswegen ist es sinnvoll, ehemals mit einem Walljump zu machen. Gut, haben wir das abgehakt. Blade Beam nochmal zu, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, ist im Neutral wirklich vollkommen okay. Da es auch sehr viel Prozent macht, füllt es auch euer Limit ganz gut auf. Weil wenn Cloud 150% auszahlt, ist eben halt seine Leiste komplett voll. Im Vergleich zu Smash 4 wurde es eben halt gebufft. In Smash 4 musste Cloud 250% machen, damit eben halt das Limit komplett voll ist. Hier hingegen nur 150%. Was eben halt gut ist. Ja, wenn ich jetzt hier lade, zack. Ein bisschen Prozente mal, Kombos mal. Wird auch die Limitanzeige voller. Wie ihr es da unten auch sehen könnt. Bekommt Cloud 100%, dann ist ebenfalls die Limit-Anzeige voll. Also ihr Limit, indem ihr jetzt Charge, Damage macht, Kombos macht oder eben halt auch auf die Fresse bekommt. Somit ist das Limit eigentlich immer relativ schnell voll und ihr habt pro Stock eigentlich zwei Limits. Mindestens ein Limit habt ihr auf jeden Fall. Die Down B ist auch der Limit-Charge. Wir können immer Limit laden. Und nach circa 6 Sekunden ist es eben halt vollständig aufgeladen. Ihr könnt es auch im Sprung laden. Was ich immer gern mache. Short Hop Limit. Wenn der Gegner eben mal kommt, dann kann ich es mit einem weiteren Klick auf den B-Button canceln und kann da eben mal ein Aerial machen. Wie ihr sehen könnt. Kann auf den Gegner reagieren. Ich kann im Sprung Limit laden. Hab dann meine besten Aerials noch zur Verfügung. Ich kann mit der Fair kommen. Wenn der Gegner approached. Ich kann, wenn ich falsch rumstehe, mit der Back Air kommen. Oder wenn der Gegner schon unter mir ist, eben halt mit Down Air. Wir können mit den Limits sehr gut den Gegner baiten. Und eben halt zum Approachen zwingen. Auch wenn das Limit nur 15 Sekunden hier erhält in dem Spiel.
ist immer noch super gut zum Baiten. Weil der Gegner möchte einfach nicht, dass ihr Limit bekommt. Weil dadurch, wenn ihr eben halt Limit habt, ist nicht nur euer Momentum besser, sondern eben halt auch die Moves an sich. Limit Cross Slash Kill verdammt früh. Captain Falcon mal 100% sollte an Ledge schon bereits sterben. Könnt einmal kurz zeigen hier. Falcon, würdest du bitte an Ledge gehen? Ja. Bereits da stirbt er. Ne, ihr könnt es als Tech-Miss machen. Oh, er hat den Tech nicht gekriegt. Boom. Das ist ein super guter Kill-Confirm. Ihr könnt bei noch höherem Prozenten AP out of shield machen zum Killen. Das killt dann. Mit Limit. Ohne Limit natürlich nicht. Und jetzt gehen wir mal zu den 60er% Bereich. Jetzt zeige ich euch mal was Nettes. Ist das Limit voll, könnt ihr erneut Down B drücken, um eben halt den Finishing Touch zu unleashen. Der Captain Falcon noch nicht bei 60 tötet, aber die meisten anderen Chars bei 60. Killt ihr nicht mit dem Finishing Touch, dann werdet ihr sehr frustriert sein, da es nur 1,2% Schaden macht. Aber bei 70 sollte auch Captain Falcon schon sterben. Ihr müsst bedenken, dass es in Luft schwächer ist. Ne, wir haben jetzt gesehen, Captain Falcon stirbt bei 70% mit Finishing Touch. In Luft hingegen nicht. Ach, ist auch nicht so leicht zu treffen. Gut, ich bringe mal zum Springen. Dann ist es leichter. Okay, weil er jetzt so hoch in Luft war, hat es dann doch gekillt. Ich muss es doch grounded machen. In Luft ist es auf jeden Fall schwächer, das würde ich euch damit sagen. Nur grounded ist es so stark. Seht ihr? Das hat jetzt nicht gekillt, obwohl er bei 70% war, weil ich nicht grounded war mit Finishing Touch. Was auch noch erwähnenswert ist, dass Finishing Touch eine Windbox hat. Diese Windbox könnt ihr zum Beispiel nutzen, um schlechte Recoveries wie die von Ness immer als wegzuwehen. Wenn Ness recovert, könnt ihr offstage Finishing Touch machen. Und dann trifft er seinen PK Thunder wahrscheinlich nicht. Ne, wenn er ihn damit wegweht, könnt ihr eben halt einen netten Kill damit sichern. Die Windbox zu zeigen, ist ein bisschen tricky, weil ihr wollt eben halt nicht den Hit damit treffen. Ja, damit haben wir die Windbox bekommen und Captain Falcon wird ein bisschen weggeweht. Das ist halt der Finishing Touch. Gut. Dann haben wir noch Limit Blade Beam. Er ist auch verdammt stark. Killt Captain Falcon mal 120% an Ledge. Und ist eben als ein Multi-Hit-Projektil dann. Und Limit Blade Beam ignoriert auch alle anderen Projektile. Es fliegt einfach durch. Wenn zum Beispiel Samus Charge Beam macht, es fliegt einfach durch. Ignoriert das. Der Charge Beam würde euch dann natürlich auch noch treffen, wenn ihr nicht shieldet. Aber ihr müsst im Kopf behalten, dass der Limit Blade Beam auch weiterfliegt und Samus dann treffen würde, zum Beispiel. Oder Mewtwo mit Shadow Ball. Das Nette beim dadurch ist eben halt, dass es Multi-Hit ist, dass man eben halt ein paar Ledge Traps mitmachen kann. Wenn Falcon jetzt hier offstage ist, recovered, kann ich hier den Blade Beam hinmachen. Und es deckt komplett den Bereich ab, wie ihr gesehen habt. Der Bereich wird komplett abgedeckt. Bedeutet, er kann nicht die Ledge greifen und würde eben halt dazu geforst, eine richtig hohe Recovery zu machen. Was bedeutet, dass ich ihn dann abfangen kann. Na, angenommen, ich mache jetzt hier Shortop Blade Beam an Ledge. Dann springe ich, gehe hier hin und dann charge ich eben halt die Upslash, weil er geforst ist, einen hohen Jump zu machen und treffen dann eben halt mit der Upslash. Das ist eben halt, was man machen kann. Was man auch machen kann, ist Cross Slash. Nicht nur, um den Gegner eben halt offstage zu töten, sondern auch, wenn er hier an Ledge geht, ihn zu Stage spiken. Bei hohen Prozenten ist Knockback so groß, dass es nicht mehr tacken kann und eben mal stirbt. So ist es. Da sind die Prozente eben halt hoch. In Smash Ultimate kann man Stage Spikes nicht mehr tacken und somit kriegt man dann immer den Kill mit den Limit Cross Slash.
Also, wann benutze ich jetzt welchen Move? Naja, bei 60%, wenn ihr irgendwie einen Roll Read habt oder generell einen Laggy Move vom Gegner punishen wollt, dann benutzt Finishing Touch. Ihr müsst den Kopf behalten, dass ehemals das Startup auch ein bisschen braucht, bis er eben mal rauskommt. Bei 80% geht eben mal für Mistech Side Bs oder generell für die Side B Cross Slash, um eben halt dann den Kill zu bekommen. Und bei höheren Prozenten könnt ihr versuchen, irgendwie den Gegner mit einem B-Reverse Blade Beam, Limit Blade Beam eben halt aus dem Konzept zu bringen. Dazu muss man natürlich den B-Reverse auch richtig machen. Ich voll Idiot. Das kann dann eben halt auch killen. Und wenn nicht, dann ist der Gegner offstage und dann könnt ihr versuchen, ihn zu spiken oder mit Back Air eben halt zu letschgarn. Und ja. Ansonsten geht er generell für Ledge Guards. Eben halt entweder mit dem Cross Slash oder mit dem Blade Beam. Könnt natürlich auch versuchen, den Gegner zu snipen, wenn er sehr weit offstage ist. Oder wenn ihr einen Jump readet, könnt ihr auch Blade Beam machen. Oh, was könnt ihr machen? Ihr wisst, oh ja, der Gegner ist in Luft. Ich treffe den jetzt sicherlich mit dem Blade Beam. Könnt ihr Blade Beam machen? Der Gegner jetzt sehr weit offstage ist. Wir versuchen, den abzufangen. Blade Beam. Killt dann natürlich auch. Und ja, bei ultra hohen Prozenten, bei 140, könnt ihr dann natürlich versuchen, irgendwie, ja, mit dem Schild in den Gegner reinzurennen. Ihr shieldet und dann macht dann Out of Shield Api und kriegt dann auch den Kill. Ich möchte jetzt nochmal auf Api zu sprechen kommen. Die Api kann eben halt in diversen Kombos genutzt werden. Bei Low Prozent könnt ihr Fair AP machen. An Ledge könnt ihr Up Air AP machen, wie ich euch schon gezeigt habe, was dann in Spike kommen kann. Das ist immer das Problem mit dieser Up Air in diesem Spiel. Das ist super schwer zu treffen. Und ja, AP Out of Shield generell, ne? Super gut. Selbst wenn die Gegner hinter euch sind, die Cross-Up haben, Reverse AP Out of Shield, bumm. Schlagt den Gegner weg und macht so viel Schaden, ey. Das macht unglaublich viel Damage. 18%, Leute. Amazing. Und ja. Entweder ihr macht Walljump und dann Abi, um eben halt die Ledge zu sweet spotten. Ihr macht nah an der Ledge eben halt Abi, um sie zu sweet spotten. Oder ihr versucht wirklich von ganz unten das zu sweet spotten, was immer ein bisschen tricky ist, weil ihr könnt immer gedownert werden. Wenn ihr allerdings hoch oben seid, könnt ihr versuchen, so die Ledge zu kriegen. Das ist auch mal eine gute Möglichkeit. Ihr müsst aber da trotzdem noch bedenken, dass es eben halt von Konterchars gekontert werden kann. So der einzige negative Aspekt dabei. Aber ja, das ist auch eine gute Recovery-Option. Man klaut eben halt dann super schnell Feld und dann eben halt auch automatisch die Ledge greift. Ja, so viel zur Recovery. Also, wenn ihr weggeschleudert werdet, erstmal Side B, dann Double Jump AP machen. Und wenn ihr weit oben seid, versucht einfach von oben die Ledge zu greifen. Oder den Wall Jump zu nutzen, um eben mal dann wirklich die Ledge sogar zu sweet spotten mit der AP. Das ist alles, was man zu der AP sagen kann. Generell sind wir auch jetzt soweit durch. Im Neutral, wie gesagt, eure wichtigsten Tools. Fair. Abzilt für Juggles. Und eben als Back Air. Und wenn ihr den Gegner irgendwie mit Limit baiten wollt, der Gegner unter euch ist, dann eben als Down Air. Und Cross Slash natürlich, um Schaden aufzubauen. Im Neutral wollt ihr eben halt Openings mit Fair finden. Dann geht ihr für Damage oder eben halt für die Up-Air-String, Up-Air oder Up-Tilt-Strings. Und bei Kill-Prozenten versucht ihr eben halt mit den Nähern Mistech zu forcen. Dann eben halt für die Side-Beast zu gehen.
Und ja, zu den Throws sind wir noch gar nicht gekommen, weil die auch eigentlich gar nicht so wichtig sind mit Cloud. Der Downthrow sieht so aus, als würde er kommen und tut aber nicht. Das ist nicht true, der Gegner kann shielden, er kann euch noch punishen und. Kann wegspringen und euch dann punishen. Downthrow ist nicht so gut. Downthrow-Jab geht nicht. Downthrow-Down-Tilt geht nicht. Das sieht alles so gut aus, ne? Es ist alles nicht true. Man kann es vielleicht als Mix abnehmen. Es funktioniert eigentlich nicht. In der Regel ist Upthrow immer besser. Upthrow schickt den Gegner halt über Cloud, was dann eben halt wieder für Up-Air-Juggle ja, die Wege aufmacht, ne? Ja, ihr könnt einfach den Gegner dann mit der Up-Airs chasen. Was auch nicht true ist, ne? Also, Up-Air ist nicht true, aber das ist das Beste, was Cloud hat. Was auch noch als Mix-Up geht, ist Back-Throw Side B. Ja, den Gegner nicht taggt. Generell gegen Floaties kann das gut funktionieren. Der Back-Throw. Ansonsten sind Forward-Throw und Back-Throw nur Positional-Throws. Um den Gegner eben halt Offstage zu bringen. Um eine schlechte Position zu bringen, ne? Hier zum Beispiel Back-Throw, zack. Der Gegner Offstage, wo er nicht sein möchte. Forward-Throw ebenso. Aber nur um den Gegner Offstage zu bringen. Sonst haben die keinen Sinn. Downthrow steuert den Gegner immer hinter Clouds, auch wichtig zu erwähnen. Downthrow näher geht eben halt nicht mehr, weil die Näher-Range eben halt schlechter geworden ist. Das ging in Smash 4 noch, aber hier nicht. Selbst mit Limit nicht wirklich. Wie ihr sehen könnt. Das ging sonst immer. Stattdessen würde ich dann lieber Backthrow machen. Backthrow kann dann auch tatsächlich einen Kill bringen. Als Mix-Up. Backthrow, Chase, Limit Cross Slash, Boom. Weg ist er. Also eure Hauptthrows sind Backthrow und Upthrow. Meiner Meinung nach. Bei Low Prozent, Upthrow, Damage aufbauen. Und als Mix-Up bei Kill Prozent, vor allen Dingen wenn ihr Limit habt, immer Backthrow. Backthrow into Limit Cross Slash. Ja, das ist alles, was man mit Cloud beachten soll. Wirklich. Dash Dance viel, guckt, was der Gegner macht. Besiegt seine Moves mit eurer guten Range, mit eurer Fair. Kombo daraus. Versucht den Gegner zu readen. Versucht durch manche Projektile mit einem Downtilt durchzusneaken. Zum Beispiel der Wolf Laser, er sollte euch nicht treffen mit einem Downtilt. Und versucht eben halt den Gegner immer über Cloud zu halten mit der Up-Airs. Das ist so das Wichtigste, was man sagen kann zu Cloud. Und versucht das hier zu üben. Weil das ist wirklich nicht einfach. Oh, ich krieg das nicht immer hin, wie ihr seht. Jo, das ist alles, was man zu Cloud sagen kann. Das war mein Cloud-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könntest du die gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Damn, eine Sache habe ich wieder vergessen. Wie in jedem Tutorial vergesse ich meistens eine Sache. Das bezieht sich auf den Cross-Slash. Ihr könnt mit Cross-Slash immer länger in Luft bleiben. Am Moment in Luft stallen. So könnt ihr euer Landing mixen. Wenn ihr zum Beispiel keinen Jump mehr habt und der Gegner irgendwie schon mit einem Smash auf euch wartet, könnt ihr Momentum in Luft halten. Und dann eben halt mit Back-Air landen oder mit Up-Air, je nachdem. Und ihr könnt es auch zum Ledge-Gun nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Gegner mit Fair spiken möchte, der Gegner aber noch ein bisschen wartet und ein bisschen in Luft gestallt hat und die Fair nicht mehr trifft, dann könnt ihr eben halt Momentum reversen und das in Luft halten und den Gegner trotzdem noch erwischen. Ich jetzt so stehe, dann mache ich Cross Slash in eine andere Richtung und gehe für Back Air. Seht ihr? Ist halt super gut zum Ledge Garn. Das wollte ich noch hinzufügen. In diesem Sinne, bis dann und ciao! We'll be right back.